Hallo Leute, hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist also Minecraft953, ja, und ich begrüße euch. Wie geht das für den ganzen Tag? Wir wissen schon, eine Tageskarte? Ja, okay, die möchte ich ein Ticket, ich entschuldige mich. Also herzlich willkommen beim, ja, welcher Teil ist denn das? Der 10. Teil von der Omsi-Bus-Simulator. Und ja, wir fahren heute wieder auf Feldheim, habe ich euch ja versprochen im letzten Teil, aber diesmal den Shuttle Express. Und der sieht so aus von Terroristen Shuttle, Zopp, Kirche Zopp. Und ja, da kommt gerade noch ein Bus, es tut mir leid, dass ich jetzt völlig durcheinander bin. Wir fahren mit dem Mercedes-Benz O405, müsste das sein, mit dem Repaint von, jetzt fragt mich bitte nicht, was das für ein Beige soll das wahrscheinlich sein. Ja, so, also mich hat das gerade wirklich irritiert, dass die auf einmal Hallo gesagt hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet gehabt, dass da auf einmal noch wer Hallo sagt. Ich kann schon mal auch Licht anmachen, weil wir brauchen das natürlich gleich. Und ja, da ist auch der 278er, den wir letztes Mal gefahren sind, mit den immer in Line City. Und die steigen natürlich da drüben ein, aber das ist ja mir egal, es fragt mich auch ständig. Das ist nochmal eine Frage am Busfahrer 1096, warum stehen die Leute hier anstatt hier, die hier einsteigen wollen? Weil das ist mir aufgefallen schon, wo ich da die Strecke gefahren bin mit euch. Und ja, wir können dann auch schon mal langsam losfahren. Gut, ich hoffe, ihr habt euch alle angeschnallt, lehnt euch zurück und guckt mir ein bisschen zu, wie ich das fahre. Ja, also das Spiel, das macht mir echt Spaß, langsam zu simulieren für euch. Ich freue mich auch schon, wenn wir den Landwirtschaftssimulator 2013 Let's Play. Was ist der Scheiße? Ja, ich fahre natürlich wie immer Scheiße, das hättet ihr euch aber auch vorher denken können. Und, ja. Mal sehen, wie der Shuttle Express so abläuft. Ah, ich sehe, das ist eine ganz schöne Abkürzung. Jetzt weiß ich, warum. Der Bus, der 278er, der nimmt so eine Verlängerung und der Shuttle Express, der fährt einfach mal nur berghoch, fährt hoch. Das ist eigentlich eine ganz kleine Linie. Das heißt, das Video wird auch nicht lange dauern. Und ja. Ich sehe, euch gefällt das langsam, also ich sollte wirklich die Videos vom Omsi immer früh hochladen. Ich würde mich auch natürlich freuen, wenn ihr meine Videos weiterschickt oder teilt oder sonstiges, halt was es alles bei Facebook, Twitter oder sonstiges geht, die meine Videos angucken. Ich freue mich natürlich auch, wenn Leute unterschreiben und kommentieren und ja, vielleicht lade ich auch mal den Busfahrer beim nächsten, wenn er es weitergebaut hat, die Map und so weiter und so fort, lade ich dann mal ein. So, da kommt ein Kollege. 278. Okay, warum blinkt der jetzt hier? Das muss ich nicht ganz verstehen, ne? Ah, okay, der blinkt, ich muss auch blinken, wir müssen auch links rum. Er fährt aber schlecht. Ja, dann fahre ich halt schlecht, dann steig bitte beim nächsten Haltestelle, wow, nächste Haltestelle aus. Wir fahren aber schlecht. Ja, du wiederholst dich. Ich bin auch nur ein Shuttle-Express und kein Linienverkehr. So, wir müssen hier natürlich links, also das heißt, wir fahren jetzt einmal ganz anders als die 278. Der Mercedes hinterher, wir fahren auch mit Mercedes-Benz. Oh, das ist noch schön altes Auto, das ist noch alte. Meine Deutschsprachwahl ist heute mal wieder zum Wünschen übrig. Ich meine natürlich, das ist ein schönes altes Auto. Ich liebe alte Autos, auch noch den alten VW-Bus, den A1. Das sind noch schöne Gefährte. Und ja, hier einmal eine Kurve drehen. Wow, also am Zopp will gar keiner einsteigen und hier wollen auf einmal eine komplette Mannschaft einsteigen, oder was? Hallo.
Ach so, ich habe das... Also ich bin den ganzen Tag unterwegs und deswegen brauche ich so ein Ticket, was für den ganzen Tag reicht. Sie wissen schon, eine Tageskarte heißt das dann? Ja, ich habe das jetzt mal den Kirschi-LP zu wünschen gemacht. Er wollte natürlich von mir, dass ich mal... Ein Einzelfahrschein, bitte. Oh. Dass ich mal ein Video drehe. Lol. Dass ich mal ein Video drehe mit Fahrschein und jetzt habe ich das mal ihnen zum Dings gemacht und ich glaube, ich habe das aber auch im letzten Part auch gemacht, nur da hat keiner einen Fahrschein gekauft. Bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Sind sie alle eingestiegen? Kann ich abfahren? Gut, ich kann abfahren. Und jetzt fahren wir auch schon wieder zurück. Also das ist wirklich nur ein Shuttle-Express, der die Leute hier hinfährt, ohne jetzt Linienverkehr oder sonstiges. Die normale Route endet hier, glaube ich, um 21 Uhr. Soweit ich weiß. Und ja. 21:30 und dann rücken sie alle im Betriebshof ein. Genau so war das, glaube ich. Ich glaube, so war das. Ich kann mich jetzt gar nicht ganz dran erinnern. Also, ich entschuldige mich an dich, Busfahrer. Ich weiß auch gar nicht, ob ich deinen richtigen Namen hier erwähnen darf. Also natürlich weiß ich deinen richtigen Namen. Wir haben uns auch schon ein bisschen kontaktiert, da er auch aus Hannover kommt. Und das passt dann halt, dann kann man sich auch hin und wieder mal, und er ist nicht so alt, älter als ich, deswegen habe ich ihm das Du angeboten. Und dann nennen wir uns jetzt mit Namen. Also ich, in meiner Jugend ist das, glaube ich, noch nicht so schlimm. Na, sind wir heute der Michael Schumacher, ja? Ich fahre ganz normal, junge Frau. Also wenn sie was zu meckern haben, wir sind sowieso gleich wieder da. So. Ja, die Fahrschule ist ja nichts dagegen, ne? Ich weiß auch gar nicht, warum die hier einfach so über die Straße laufen. Also das sollte man wirklich nur ändern. Das ist halt auch sowas, wo ich mich schon bei vielen Maps drüber frage, muss ich hier überhaupt gerade raus? Ja, muss ich. Das ist bei vielen Maps, wo ich mich frage, warum laufen die Leute einfach quer über die Straße? Also ich meine, ich in echt laufe auch nicht einfach über die Straße, wenn ich sehe, von hinten kommt ein Bus vom Berg und gefahren. Ja, das ist dann halt so. Taxi möchte mal wieder Vorfahrt haben. Hat er so oder so. So, ich muss links rum. Die müssen auch da rum. Das heißt, schön geschmeidig fahren. Und jetzt wieder links rum. Und das war's dann aber auch schon wieder vom Spielen. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Shuttlebus. Den wollte ich euch einmal zeigen, die Strecke. Ich weiß, gar nicht, ob die Strecke auch nochmal geändert wird. Irgendwie anderweitig noch andere Sachen hinkommen. Wie gesagt, das ist eine... Wie nennt sich das, beschimpft sich das, ich sag immer Beta-Phase, weil sie ist ja wirklich noch im Beta. Sie wird nur aufgebaut. Na, sind wir heute wieder Michael Schumacher, ja? Naja, egal. Also ich hoffe, es hat euch gefallen, das ganze Spiel. Ich hoffe, die Linie hat euch gefallen. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Mein Name ist Minecraft953. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt. Und falls ihr noch mehr sehen wollt oder immer wieder die Omsi-Videos verfolgen wollt, dann einfach mal abonnieren. Und wir sehen uns. Bis dann, Leute. Ciao.